Ari, ich habe mal eine Frage. Ich erzähle Ari. Ich weiß, dass Beziehungen haram sind. Und die Sache ist aber, wie soll ich denn heiraten? Also, wie soll ich denn eine Frau kennenlernen oder so und sie dann heiraten? Weil ich möchte wirklich heiraten. Und es ist eine sehr schöne Sache. Nur weiß ich leider nicht, wie ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ari, Allah subhanahu wa ta'ala sagt Dinge im Koran. Und lehrt euch nicht der Sinne. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches. Und wie böse ist der Weg. Und du hast selbst gesagt, dass Beziehungen haram sind und damit auch falsch sind, klar. Und deswegen, ach, guck mal, zum Beispiel, es gibt Brüder, die du fragen kannst. Ja, vielleicht deine Mutter, deine Schwester, eventuell deine Tante, dein Onkel. Ich meine, so viele Leute sind da. Na, und sicherlich gibt es doch irgendjemand, der eventuell irgendwie jemanden kennt, der dann heiraten möchte, inshallah. Und das Beste ist sowieso, dass du Bittgebet machst, ach ja? Mach viel Bittgebet und sei standhaft und sei dankbar, egal was passiert. Und Allah subhanahu wa ta'ala will das Beste für dich, ach. Und die Sache ist sowieso vorherbestimmt, deswegen sei standhaft. Aber natürlich mach auch was dafür, nicht, dass du zu Hause bleibst und sagst, ich will eine Frau, ich will dies, ich will das. Nein, arbeite inshallah und tu was auch dafür. Mach es halal, ja. Und wenn du eine Schwester findest, dann geh und halte ihre Hand ein. Ich meine, wie oft haben wir gehört, dass sich Ehepaare gar nicht kannten, ja? Und dann, Alhamdulillah, die waren dann verheiratet und haben eine glückliche Ehe. Und das ist doch was Schönes, Bruder. Deswegen mach es halal, ja. Du möchtest doch den Segen von Allah subhanahu wa ta'ala in deiner Ehe haben. Deswegen mach es halal und vertraue auf Allah. Und möge Allah azza wa jal dir eine tugendhafte Ehefrau schenken, Amin. Und natürlich auch an die Schwestern, die können das natürlich auch anwenden. Sie kann auch eine Schwester fragen. Und so vielleicht hat mal eine Schwester gehört, dass eventuell ihr Bruder oder ihre Cousin oder so heiraten möchte. Und wo ist denn das Problem? Da sollte man sich nicht schämen. Ich danke dir. Barakallahu fiqh für deine Antwort. Möge Allah azza wa jalla dich belohnen. Amin. Wafiq barakallah. Amin und dich, Bruder. Das war's jetzt vom Video und inshallah ist die Botschaft angekommen und wir haben wirklich eine schöne Geschichte zu erzählen. Eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Die werde ich am Ende des Videos auf jeden Fall verlinken und dann könnt ihr euch diese Geschichte anhören. Es ist eine sehr schöne Geschichte und das hat mit einer Hochzeit, die ich eigentlich auch die 30 Minuten Hochzeit nenne. Also unterstützt uns mit Abonnieren, Teilen, Liken und Kommentieren. Danke fürs Zuschauen, das war's jetzt vom Video und hier kannst du auch noch andere Videos sehen und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei, wir freuen uns auf dich, bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.